Willkommen zurück zu Factorio. Wir sind dabei, Dinge zu produzieren und vor allen Dingen sind wir dabei zu erforschen die Korvax-Anreicherung. Ich mache hier mal ein bisschen Geschwindigkeit auf Stahl. Und wir waren dabei, ansonsten uns gegebenenfalls ein bisschen auszubreiten, beziehungsweise wir haben uns hier oben schon ein bisschen ausgebreitet und damit unsere Eisenvorräte gesichert. Na komm. Da sind sie mitten live dabei beim Abschlachten der Natives. Was wir natürlich noch brauchen, sind sowas wie Ölvorräte. Schön wäre, wenn wir hier eine Wand hinstellen könnten und dann haben wir hier die komplette Halbinsel oder vielleicht hier noch eine Wand und dann haben wir da das Stück fertig. Aber auch das müssen wir natürlich erstmal erobern. So, ich muss die Karte noch einblenden. Wir haben 200 Schuss explosive Geschosse. Damit sollte sich auch was anstellen lassen. Seht also, die heutige Folge ist quasi auf Krawall gebürstet. Ja, unsere Forschungseinrichtung, die mangels blauer Module leider nicht weiterkommt. Wir brauchen quasi also ein bisschen Zeit, um ein bisschen was zu tun. Hier landen auch keine blauen Prozessormodule, von daher passiert auch nicht sehr viel. Wir können uns natürlich einfach mal aussuchen. Da, guck mal, hier ist sogar das einzige Stück Loch in der ganzen Verteidigungsanlage. Wenn wir jetzt hier... Ah, das passt nicht ganz. Quasi so ein Loch machen. Machen wir es mal anders. Machen wir hier mal großes Loch. Da müssten wir nämlich hier auch wieder rauskommen können. Einfach so mittendrin. Dann passt das auch mit den Stromweiterleitungen hier. Und bis das soweit ist, gehen wir mal manuell raus. Ich erwarte, wenn wir zurückkommen, dass das hier fertig ist, damit das mal klar ist, ne? Ist auch im Bereich des Möglichen, das ist gut. Und dann können wir hier mal unseren Panzer hinstellen. Einmal mit Munition voll tanken und einmal mit Holz. Als erstes machen wir mal das nervige Nest da oben weg. Wenn die sich da nicht versammeln würden. Und jetzt tut natürlich meine Nase. Ich muss dran denken, die Tonspur rauszuschneiden. Ist das mit dem Niesen nicht mehr so laut? So, das sollte den Kram erledigt haben. Dann lassen wir uns nochmal fix reparieren. Toll, ist das Tor auch schon fast fertig. Und ich stelle gerade fest, da sind noch Überreste von vorher. Dann machen wir mal das Nestenetz weg. Nächste Nest. Ah, ein kleines. Und es wird dunkel, das ist ja sauber.
nur nicht von ihnen aufhalten lassen, dann ist alles gut. Ich muss mal ein bisschen zoomen, vielleicht hilft das. Wir sollten mal die Kanonen ein bisschen verstärken. Hier und starbt. Bisschen Abstand gewinnen. Und eine Verteidigungsanlage zerschellen lassen. Energie haben wir noch, also so. Noch mehr als genug Sprit. Ah, hier ist schon ein kleines Gemetzel passiert, habe ich den Eindruck. Über Steine fahren sollte ich auch vermeiden. So sollte ich auch noch mitnehmen. So, ein bisschen Abstand hier, Leute. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Oh, da haben sie mir Bots zerstört. Und sie haben Dinge kaputt gemacht. Das ist nicht nett. Aber das war jetzt ein größeres Netz. Netz. Boah, das ist deutsch. Boah. Heute habe ich es nicht so mit Deutsch. Ja, guck mal, das sind sogar zwei einzelne. Schuss für drei Leute. Warum habe ich die Dinger nochmal mit explosiver Munition gedingst? Okay, das war jetzt nicht so viel. Dummerweise steht da ein Wald und der Wald macht uns langsam. Aber es ist üblicherweise nur ein kleines Nest. Da geht das noch. Jetzt wäre eine persönliche Laserverteidigung natürlich Gold wert. Die hätte mit unseren Verteidigern schon relativ, also mit Verfolgern recht schnell kurzen Protest gemacht. So. Wieder ein paar weniger. Das da ist jetzt was Größeres. Im Wald.
bitte. Jetzt zeige ich euch, warum man nicht so weit fahren will. So. Jetzt aber auch erledigt. Ich muss mal den Waffenschaden erhöhen. Bäume bringen üblicherweise nicht so viele Probleme mit sich. Aber die Dinger werden nicht automatisch gebaut. Das ist ja optimal. Haben wir zufälligerweise die Möglichkeit... aber nicht. Ja, uns fehlen dafür wohl elektronische Schaltkreise. Aber die müssen wir noch irgendwo im Lager haben. So. Mal näher zum Bot fliegen. Alter, haben die da eine Wurmfestung gemacht oder was? Ab und an mal ein bisschen Leuchtfeuer machen. Und jetzt gibt's Weihnachten. Jetzt das Reparaturset ist aus. Dann repariere ich halt selbst. Da ist die nächste Gruppe, die uns theoretisch stressen möchte. Aber die ignoriere ich jetzt und fahre jetzt einfach mal hier hoch. Ja. Ich soll die richtigen Knöpfe drücken, dann funktioniert es vielleicht auch. Wichtig ist mir vor allen Dingen, dass die... Nester weg sind, mit denen sie anfangen zu brüten. Der Rest ist mir fast egal. Also die ganzen Würmer, die da rausgucken, verteidigen. Pff, was soll's. Gut, die sind abgelenkt, wir können wieder fahren. Aber auch jetzt sicherheitsmäßig. Optimalerweise einfach aus dem Panzer springen und im Fahren reparieren. Ja, wenn das eine Panzerbesatzung mal vormacht, das wäre sehr interessant. So, hier oben sind noch zwei, drei Leute. Die möchten ihr Heim verlieren. Glaube ich, ja, das ist eine kleine Landbrücke, das habe ich mir schon gedacht. So. Die sind schon mal weg. 66 Schuss noch. Damit können wir jetzt gleich hier unten nochmal vorbeigucken. Das habe ich richtig getroffen. Nester. Ich bin nur froh, dass sie genauso wie ich nichts mit Marine und Seefahrt und Wasser zu tun haben. So, da haben wir noch ein bisschen was.
Das ist klein, das nehmen wir mit. All den ganzen kleinen Kram mache ich jetzt mal. Oh, das ist größer. Oh, da hängt hier aber ein ganz großer Wurm aus der Hose, wa? Na komm, lass dich treffen. Gut, nochmal aussteigen. Sicherheitsreparatur, Schrauben wieder anziehen. Wenn ich das so sehe, wir brauchen hier auf jeden Fall eine kleine Befestigungsecke, wobei ich würde hier schon ein bisschen was Größeres draus machen. Wir brauchen hier, brauchen wir wohl was, weil das keine kein Stückchen ist, was beendet ist, und wir brauchen hier was. Und dann sind wir safe. Dann haben wir hier das Stückchen auch erobert. Deswegen beginnen wir doch mal mit der Planung. Nicht, dass wir gerade aktuell hier irgendwo ein Botternetz haben, aber wir können ja schon mal den Kram hinstellen. Wobei, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir hier gleich sagen. So. Heavy-Befestigung. Wenn wir jetzt stärkere Waffen hätten, wäre das Ganze natürlich noch schneller gegangen. Wir können ja aufrüsten zu Urankerngeschossen und auch zu Atomraketen. Atomraketen können leider nur per Hand abgeschossen werden, was ich jetzt sehr, sehr lustig finde. Nicht vom fahrenden Fahrzeug. So. Machen wir hier einfach auch eine fette Befestigung rein, ist alles wieder gut. Aber Atomraketen machen natürlich kräftig Bumm. Auch ein Grund, warum man vielleicht die Kovacs-Anreicherung empfehlen könnte. In der nächsten Version, also in der Version 0.16, gibt es dann sowas wie fahrende Artilleriekanonen, die auf Schienen fahren. Wo ich sage so, Alter, ich habe da mal Videos, also YouTube-Previews gesehen von Leuten, die halt die Betas gespielt haben. Und yep, die Dinger können was. Wichtig ist, wenn du ein Nest aus der Mauer nimmst, dann bleib in Bewegung. So. Dafür verschwende ich jetzt keine Munition für den. Uran. Daraus kann man gute Kerne basteln. Wenn man sich nicht bewegt, treffen die Viecher. So. Damit haben wir hier den Platz auch durch. Jetzt brauchen wir nur das Botternetz, das hier rüberreicht. Und das eine kleine Nest da unten, das muss auch weg. In der Hoffnung, dass die Viecher sich jetzt nicht so schnell noch ausbreiten. Weil mir auffällt, ich habe vergessen, die Radar,
Anlagen aufzubauen. Das sollte ich vielleicht noch machen. Aber jetzt machen wir erstmal die hier. Na komm, triff mal. So. Aufgeräumt. Moment, wenn ich schon hier bin, dann setze ich doch schon mal die ersten Botnetz-Vertreter. So. Nicht, dass das da gerade dieser eine sehr viel, richtig viel Sinn macht. Ich hätte da eigentlich eine ganze Reihe setzen müssen, aber mit einem fängt es ja an. Da. Na. Ja, jetzt muss ich aber nicht. Hätte ich jetzt sowas wie eine Flammenwerfer oder so, könnte ich ja sagen, burn, baby, burn. Aber da ich sowas gerade nicht habe, gibt es keine burn, baby, burn. Gibt nicht mal ein Baby, Baby. Oh, das ist halt so. Die sind hier irgendwie doch dran vorbei. Absatz. Da waren wir nicht ordentlich. Aufräumen, ohne Ordnung zu schaffen. Genau mein Motto. Hier oben. Panzer anhalten. Und jetzt brauchen wir halt das Roboternetz. Ja, ich habe absichtlich hier noch keinen Eingang oder Ausgang gemacht. Das mache ich dann, wenn ich weiß, in welche Richtung ich will. Oder ob es überhaupt notwendig ist oder was auch immer. Das Öl hier schließen wir auch nochmal fix an. So. Gesammeltes Zeug. Den brauche ich jetzt gerade nicht mehr im Einsatz. Eigentlich kann ich dann hier auch schon mal so ein Ding hinstellen. So. Jetzt laufen wir mal in Ruhe runter zum Tor. Das Zwischendurch-Hobby. Warum ist da jetzt eigentlich... Das war nicht so sehr schlau. Weil es so sollte. Ja, da ist jetzt das Ding hingebaut worden. Also was soll's. Geht Schlimmeres. Und hier hinten haben wir unsere Ölpipeline. So, zack. Jetzt können wir nämlich das Öl von da direkt hochpumpen und dann ist gut.
Das Ding hier könnten wir eigentlich auch mal irgendwo mit anbinden. Da haben wir es. Und alles müssen unsere armen Roboter machen. Ja, es ist schlimmer als wie bei Star Wars. Bei Star Wars haben die Droiden wenigstens nochmal die Möglichkeit zu sagen, ich lasse es sein oder so ähnlich. Also zumindest ein paar davon. Hier müssen sie es einfach machen, ansonsten werden sie einfach abgeschossen. Hat da jemand vergessen, Strom zu legen? Nein. Hat da jemand einfach nicht genügend Strom? Ups. Das könnte problematisch werden auf Dauer. Ein weiterer Grund, warum wir die fossilen Energieträger wie Sonne und Kohle zur Seite legen sollten und uns auf die Zukunftstechnologie Atom besinnen. Ihr kennt das, ich bin gerade zu faul herauszufinden, wo die nächste Tür ist. Viel Eisen kommt hier logischerweise nicht durch, wenn kein Strom mehr da ist, aber jetzt macht es wieder zapp. Offensichtlich haben wir wohl Strom genug, ansonsten könnten wir jetzt nämlich nicht unser Stromnetz wieder aufladen. Wir brauchen einfach mehr Batterien, um den Strom zwischenzuspeichern. So. Damit ist das jetzt auch schnell. Und Großteil auch das Netz da leer. Also das Kohlefeldnetz-Dings, was auch immer. So, noch einmal abholen lassen. Habe ich? Nein, habe ich nicht. Das habe ich wahrscheinlich in der separaten Blaupause. Dann bauen wir noch mal ein paar von den Dingern. Habe ich mittlerweile genügend? Nein, habe ich nicht. Ich baue hier das Feld weiter. Na, da sind sogar Baufehler drin. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber das mache ich jetzt einfach mal während, also in den Zwischenfolgen. Und euch wünsche ich eine angenehme Woche bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Tschüss.